Die entführe ich ihn jetzt. Schieße! Flyut! Reverendas! Den führe ich ihn jetzt. Gefram! Bundayat Yifje Willas Billam! Komm mit. Komm mit. Den kann ich noch nicht. Soll ich entführen, weil hier noch so viele Feinde sind, ne? Press mal den unten weg, der da so wirklich am Schlafen ist. Okay, wie zur Hölle entführe ich ihn jetzt? So würde ich ihn schlagen. Jetzt geht's, okay. Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet! Lass mich gehen! Hör auf rumzujaulen und du überlebst. Überleben? Oh, Heilige, beschützt mich! Schweigen wird dich retten, Tedmund. Schweigen, nicht deine Heiligen. Geholt. Lee, wir haben den Mann, wegen dem wir hier sind. Bringt dieses Unterfangen dein Blut nicht auch in Wallung? Arbeitest du nicht lieber im Verborgenen? Das haben wir doch. Wir haben den Raub ja, dieses Mannes das haben wir. Vollzogen, ohne dass uns jemand folgt. Wir verstecken uns vor aller Augen, das ist unsere Art. Jedoch nur bis zum Moment des... Halt, Dänen! Im Namen Elfreds, König von Westsexe, verlange ich die Übergabe dieses königlichen Untertags. Komm nicht näher, Christ, sonst stirbt dieser Mann durch meine Klinge. Bitte, ich bin nicht der Mann, den ihr sucht. Behalte den hier im Auge, er wird ein hübsches Lösegeld wert sein. Eine Bewegung und ich schneide dir die Fersen durch. Wir haben deinen Mann. Beenden wir also dieses Schattenspiel und verschwinden. Bist du sicher, dass das Tedmund ist? Er ist gekleidet wie ein Lord, aber dieser Mann ist kleiner und fetter als in meiner Erinnerung. Ich bin nicht Tedmund. Wirklich nicht. Ich schwöre es beim Heiligen Kreuze. Ich bin nicht Herrn Tedmund. Was in Gottes Namen geht hier vor sich? Wer bist du? Sprich schnell oder ich schlitze dir die Kehle auf und überlasse dich den Krähen. Scherger. Ich heiße Scherger. Lord Tedmund zahlt mir einen mickrigen Lohn, damit ich seinen Doppelgänger spiele. Bruder Scherger, du bist weit von Augustins Priorat entfernt. Ich verließ das Kloster vor vielen Monaten, Hochwürdigster. Das Mönchsleben war nicht meine Berufung. Du kannst noch nützlich sein, Scherger. Vereinbare ein Treffen mit Tedmund. Locke ihn für uns heraus. Tedmund schert sich nicht um das, was ich zu sagen habe. Ich bekomme meine Befehle schriftlich, nicht mündlich. Ich kenne den Mann kaum. Dann hast du keinen Wert für uns. Vielleicht sollte ich dich einfach hier und jetzt töten. Nein, 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 nein. Halt, halt, warte. Lass mich nachdenken. Dänen! Um die Mauern zu stürmen, braucht ihr Dänen. Westlich von hier gibt es ein Räuberlager, vor dem ich gewarnt wurde. Als Tedmund befahl ich einem Soldatentrupp, sie zu fangen. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr sie noch aufhalten. Wenn sich uns ein anderer Dänenbund anschließt, haben wir die Ablenkung, um ins Innere von Hofeskester zu gelangen. Wenn die Sachsen sie nicht vorher töten. Für diese Männer bin ich noch immer Tedmund. Ich könnte mit ihrem Hauptmann sprechen und alles abblasen. Ein tollkühner Plan. Die Nornir spinnen verschlungene Pfade, die nicht entwirrt werden können. Anscheinend war Hofeskester immer ein Teil unseres Wegs. Abt, bleib wachsam. Wir benachrichtigen dich, wenn wir bereit sind, Tedmund zu fangen. Und dieser Narr? Er weiß zu viel über unseren Plan. Der kommt mit uns. Und wenn er mich verrät, brate ich seine Eier über dem Feuer. Das wirst du nicht bereuen. Durch meine Gerissenheit und meinen flinken Verstand wird jedes Blutvergießen unnötig. Vielleicht töte ich dich doch noch, Freundchen, wenn du nicht aufhörst zu plappern. Die Vorzüge, Tedmund zu sein, schwinden rasch dahin. Wie wird man überhaupt Doppelgänger? Musstest du anspruchsvolle Prüfungen und Herausforderungen bestehen? Ich wurde mit dem Fluch geboren, wie jemand anderes auszusehen. Wäre ich doch nur auf dem Pfad Gottes geblieben.
Was brachte dich davon ab? Ich bin der siebte Sohn eines armen Bauern. Und da er kein weiteres Maul füttern wollte, gab mein Vater mich den Mönchen. Und das Klosterleben gefiel dir nicht? Ich dachte, die Regelmäßigkeit würde tröstlich sein. Stattdessen gab es nichts außer Gebeten und Schinderei. Die Nornier spinnen seltsame Schicksale. Nun hängt dein Leben von der Geschichte ab, die du dir selbst spinnst. Ich bin kein guter Schwindler. Ich werde starr, bleiern geradezu, die Hände schwitzen. Ich stottere, wenn ich nervös bin. Doch, ich bemühe mich. Ah, der Eckpfeiler aller großen Künste. Der Hauptmann kennt Tedmund nicht gut. Wenn wir ruhig Blut bewahren, wird er meine Befehle nicht hinterfragen. Hoffe ich. Hofft. Wir kommen zu spät. Hier herrscht großer Schrecken. Wir müssen die Überlebenden retten. Um jeden Preis. Oh Mann. Nähern wir uns dem Hauptmann mit Bedacht. Er trinkt so viel und braucht keinen Grund, um uns zu töten. Ja, ich bin es, Tarn Tedmund. Ich komme, um über meinen Befehl von vor kaum einem Tag zu sprechen. Diese Schweinshaxe bringt uns alle ins Grab. Ihr habt unsere Leute ermordet. Männer, Frauen, Kinder. Hört auf zu kläffen, ihr Hunde. Ihr seid nun Sklaven Kents. Und jetzt? Tarn Tedmund, was machst du denn hier? Wie kannst du es wagen, mich so respektlos anzusprechen? Weißt du denn nicht, wer ich bin? Du bist Tedmund, wie ich sagte. Und ich wollte nicht anmaßend sein, Herr. Mir wurde nur gesagt, du wärst in Hrofeskäster. Ach ja? Und sehe ich so aus, als wäre ich in Hrofeskäster? Das... Nein, Herr. Ein weiser Mann kommt immer unerwartet. Du reist in seltsamer Gesellschaft, Herr. Ein Araber und ein Däne? Gut erkannt. Ich bin hier, um deinen Tarn bezüglich meines Volkes zu beraten. Das ist richtig. Eine Art kultureller Austausch. Vielleicht besuche ich eines Tages euer... Dänenland. Nordwege. Du hältst mich für einen Fremden. Doch sind wir nicht alle nur ein Abbild der Orte, die wir gesehen haben? Ja, nun, abgesehen davon, hast du weitere Befehle, Herr? Ja, ich befehle. Ich befehle euch, hier nicht weiter rumzulungern, sondern in eure Quartiere zurückzukehren, du Torfkopf. Und die gefangenen Dänen? Du musst sie alle töten! Jeden einzelnen von... Verzeih, nein. Lass sie hier. Gefesselt. Als Festmahl für Wölfe und Krähen. Er geht bestimmt seine Rolle auf. Ihr könnt gehen. Husch. Husch. Eine überzeugende Darbietung, welche dir deine Freiheit erkauft hat. Geh, schaffe dir dein eigenes Leben, fern anderer Fußstapfen. Das werde ich. Diese kleine Kostprobe der Macht lässt mich grübeln. Vielleicht habe ich ja das Zeug, ein Anführer zu werden. Hoffentlich nicht. Ja, beeilt euch, Männer! Warme Schinkel und Ale warten uns! Kommt schon, ihr Faulpelze! Ihr habt Tedmunds Befehl gehört! Oh, die sollen erstmal weggehen. Festgebunden wie Tiere. Ich muss sie befreien. Wir verdanken euch unser Leben. Diese sächsischen Hurensöhne hätten uns alle getötet. Ja, das hätten sie. Und nun könnt ihr euch rächen. Marschiert mit uns auf Hrofeskäster und plündert seine Schätze. Das würde ich gern. Doch wir sind zu wenige für ein solches Wagnis. Wir haben keine Verbündeten in Westsexe, die wir zum Kampf gegen ihre Landmänner rufen könnten. Mercia wird dem Ruf folgen. Gedrick wird uns eine Wikingerhorde stellen. Wir senden eine Nachricht nach Oxenaforthshire. Die Mercer sind nur zu gerne bereit, Westsexe einen Schlag zu versetzen. Wie lautet dein Name, Kriegerin? Runa Ees, Tochter.
Wir brauchen Schiffe, Una. Unsere kleine Flotte ankert flussaufwärts. Doch eine Seekette versperrt den Zugang zu Hofes Kesters Mauern. Ich entferne sie. Dann könnt ihr mit euren Schiffen kommen. Sammle die Waffen und Rüstung der Gefallenen ein. Gedrick und die Männer von Oxenerfordshire werden sie brauchen, um ihre mercische Herkunft zu verbergen. Meinen Kriegern wurde heute Walhall verwehrt. Mir gefällt der Gedanke nicht, ihre Waffen an Sachsen zu verschenken. Sie haben große Opfer gebracht. Das macht ihr Geschenk umso größer. Unser Sieg wird ihnen Gerechtigkeit bringen und ihre Schatten kommen zur Ruhe. Das verspreche ich. Werdet ihr das Rüstzeug mit zur Schlacht bringen? Und wie lautet unser Plan? Am Morgen gehst du nach Buckingham und erinnerst Gedrick an sein Versprechen. Wenn er zustimmt, suche mich am Ufer nahe Hofes Kester auf. Mit den Schiffen. Wir sollten ab Kühnebert vorwarnen. Er wird Zeit brauchen, um einen Rettungstrupp aufzustellen. Runa, das übernimmst du. Ich werde dir sagen, wo du ihn treffen sollst. Alles scheint bereit zu sein. Beim ersten Tageslicht breche ich auf. Gut, das gibt uns Zeit zu trinken. Ich kann auch noch voll befreien. Und ihr seid du bist weit gereist, um deine Pflicht zu tun. Ist das Leben eines Verborgenen? Immer unterwegs? Mein Weg ist eher ungewöhnlich. Doch unser Credo reist. Unsere Ideale sind universell. Du hast also keine Heimat? Ich habe keine Heimat. Nein. Seltsam. Für mich ist Heimat Familie. Und die habe ich nicht. Keine? Nicht mal Heitern? Eltern, Brüder, alle tot. Ich verlor meine Eltern, als ich 9 Winter alt war. Ohne Sigurd wäre ich. Ich hätte. Es gibt immer ein unzertrennbares Band. Ja. Kinder sind erstaunlich. Sie können dir so viele Sorgen bereiten. Und so viel Freude. Sogar dein Herz anhalten. Und wenn du Glück hast, nehmen sie deinen Platz ein. Das Glück hatte ich nicht. Ich hatte einen Sohn. Ich vermisse ihn entsetzlich. Immer noch. Tut mir leid, Bassi. Er wurde mir genommen. Von jemandem, dem ich traute. Einem Freund und Mentor. Einem Mann, dem ich alles anvertraut hätte. Doch wenn du blind vertraust, kannst du alles verlieren. Er hat mir alles genommen. Alles. Oha. Hofes Kester wird eine harte Nuss. Bereiten wir uns vor. Okay, das wollte ich erst... Der arme Basim. Ob man den Typen kennt, der das angerichtet hat? Wie aus einem anderen Teil von Assassin's Creed? Vielleicht von Assassin's Creed Origins?
Hier im altwürdigen Königreich Kent führten Jüten mich dahin, wo sein Feuer durch die Spuren der Nephilim lodert. Hier spricht der Herr zu mir. Hier warnt er mich vor Verrat, vor Kämpfen, vor den Prüfungen der Ersten, der Ältesten. Nicht immer verstehe ich die Kunde. Wenn er mich warnt, muss er mich für würdig erachten. Er sagt, ein Engel sei noch immer gefangen. Sie, die befreit werden soll oder begleitet. Muss ich sie finden? So. Ein ganz wildes Muster erkennen. Erstmal muss ich den Bär erledigen. Bitte mich gleich. Okay, müssen wir das Muster nochmal angucken. Oh, warum haben wir noch das Stein? Der war hier, ne? Ach du Scheiße. Kurz oben rauf. Das ist wie so ein bisschen wie bei Witcher 3 ein Ort der Macht. Nur ist das ein bisschen anspruchsvoller. Aber man kommt da auch immer in Fähigkeiten. Ich finde das gut. Okay, weiter geht's. Reicht denn? Nee, von du? Ich nicht. Hallo, bitte. Schön, schick schön. Okay, ich kann nur so hochklettern, glaube ich. Das sind dann diese komischen Stäben. Aber ich muss auch nicht zu der Burg dahin. Da geht dran vorbei. Da muss ich bestimmt später noch hin. 100%. Das ist aber auch eine Feindfestung. Oh, das sind die Ketten. Uiuiui. Das ist die Frage. Das gelöst, ohne in die Dinger reinzugehen?
Wahrscheinlich nicht. Muss da auf jeden Fall rein. Einfach ran. Glaub mir. Alles gut. Hey. Wird jetzt hier nicht hoch. Bin ich gerade wirklich weggestoßen, der Arsch? Jetzt kommst du aber ran. Das finde ich normal. Blöd, Mann. Von hier aus mit Pfeil schießen wäre noch cool, ey. Also während man hängt oder so. Geh erstmal nach so oben. Ich muss mich durchkämpfen und die Kette beseitigen, damit unsere Schiffe flussaufwärts kommen. Der Mechanismus sollte da drin sein. Dein Tod naht! Du weißt gar nicht, wo ich bin. Ich muss mich durchkämpfen und die Kette beseitigen, damit unsere Schiffe flussaufwärts kommen. Der Mechanismus sollte da drin sein. Das ist natürlich schlecht. Soll hier der Schlüssel sein? Aber jemand, den ich schon getötet habe, ist schon mal sehr gut. So. Bin ich schon mal drin. Das hat irgendwie gar keinen Sinn. Wo ich denn hier noch weiter runter? Ist aber außen rum. Huh.
Easy going. Nun, da die Kette aus dem Weg ist, kommen Gedrick und die Schiffe durch. Oh, schönes Ruhe. Ich muss die Seite rüber, okay. Ich brauch die Seite. Easy. Das hätten wir... Wow. Erledigt. Gleich beide weg. Ja, moin. Eivor, wir erwarten deine Befehle. Waffen und Rüstzeug habt ihr dabei? Ja, Rabenzähmer. Gut, dann graben wir uns ein und warten auf unsere Freunde. Sei gegrüßt, alter Freund. Als sich die Gelegenheit bot, eine Axt in den Boden von West Saxe zu rammen, hast du an mich gedacht. Welch Ehre! Ist alles vorbereitet, Eivor? Sind wir bereit, Hofes Kester einzunehmen? Auf jeden Fall, komm. Ruft unser Heer zusammen. Zerren wir diese Maus aus ihrem Loch. Feste von Kopfschüssen. Jetzt nähren wir die Rache!